Hi und willkommen zurück. In dieser Episode schauen wir auf den Spieltag vom 3.11. im Prime Supercup 2022. An diesem Tag spielt Eintracht Spandau gegen SK Gaming ein Best of 3 und verliert die Partie mit 0:2. Wir betrachten die Activity-Details von Obsess in dieser Spielserie. Und kurzer Reminder, inzwischen befinden wir uns in der K.O.-Phase, sprich Druck ist da. Das Best of 3 dauert ca. 1 Stunde 48 und in dieser Zeit hat Obsess 582 Kalorien verbrannt. Die durchschnittliche Heartrate lag bei 96 BPM mit einem Maximum von 138 BPM. Aber machen wir an dieser Stelle einen kurzen Schlenker über eine vermutlich altbekannte Diskussion. Für ca. 4 Jahre bis Ende des Jahres 2021 forschten Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln im Rahmen eines Studienprojekts zum Thema E-Sports. Ziel des Projekts war es, das Anforderungsprofil, das Gesundheits- und Trainingsverhalten und die Belastung bei Turnieren zu untersuchen und damit auch der Frage nachzugehen, ist E-Sports wirklich Sport? Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Komplexität dieser Sportart extrem hoch ist, da neben den motorischen Fähigkeiten auch ein enormes taktisches Verständnis nötig sei, um den Gegner zu besiegen. Als spezifische Leistungsparameter werden in diesem Rahmen unter anderem Aufmerksamkeitsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit genannt. Mit der Garmin-Uhr lassen sich genau die Daten messen, die wiederum Rückschlüsse auf eben diese Leistungsparameter zulassen. In puncto Stress wird auch der Cortisolspiegel erwähnt, der während E-Sports-Matches ungefähr auf dem Niveau von Rennfahrern der Formel 1 während eines Rennens läge. Und kurzer Reminder, Cortisol ist ein Stresshormon. In diesem Rahmen konnten die Wissenschaftler auch einen hohen Puls beobachten. Die Herzfrequenz läge teilweise zwischen 160 und 180 Schlägen pro Minute. Es zeigt sich also, dass im E-Sports die gleichen Pulsspitzen gemessen werden wie bei anderen Sportarten, nur ist die Belastung eben anderer Art und nicht hauptsächlich auf die Betätigung großer Muskelgruppen zurückzuführen. Dazu kommen noch die hohen motorischen Ansprüche. E-Sportler würden im Schnitt bis zu 400 Bewegungen pro Minute an Tastatur und Maus schaffen. Das sind vielmal mehr Bewegungen als der Normalbürger. Hier noch ein anderer Vergleich. Selbst Tischtennisspieler müssten bei der Hand-Augen-Koordination weniger leisten. Die Forscher, die diese Studie durchgeführt haben, kommen also zu dem Fazit, dass E-Sports anderen Sportarten als mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen, angesehen werden kann. Doch Luft nach oben und Raum für Verbesserungen gibt es natürlich immer. Profis wird geraten, ihre Trainingsmethoden zu optimieren, Regeneration ernst zu nehmen und sich wie Athleten zu ernähren, um Leistung und Erholung zu optimieren. Aber zurück zu den Activity-Details von Obsess. Die für Eintracht Spandau letzte Spielserie dauerte also ca. 108 Minuten und in dieser Zeit hat Obsess 582 Kalorien verbrannt. Wir wollen uns einmal die Beispiele Joggen und Radfahren angucken, um einschätzen zu können, wie lange man sich ungefähr sportlich betätigen muss, um in der Zeit eine ähnliche Zahl an Kalorien zu verbrennen. Hierbei gilt es natürlich zu betrachten, dass die Kalorienverbrennung von Person zu Person unterschiedlich ist, weil sie abhängig ist von vielen Faktoren wie beispielsweise Geschlecht, Alter und Gewicht. Los geht's! Die Durchschnittswerte, die man hier sieht, gelten für eine ca. 80 Kilogramm schwere Person und werden mit dem sogenannten metabolischen Äquivalent, kurz MET, geschätzt. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die entwickelt wurde, um vergleichen zu können, wie viel Energie man mit den jeweiligen Sportarten verbraucht. Hierzu wurde einer Vielzahl von Sportarten ein MET-Wert zugeordnet. Ein MET entspricht dem Energieverbrauch von Sitzen. Langsames Joggen hat hier den MET 9. Um auszurechnen, wie viel Kalorien du pro Stunde verbrauchst, multiplizierst du den MET-Wert mit deinem Körpergewicht. Nehmen wir mal Tischtennis als Beispiel für eine kleine Rechnung. Tischtennis hat ein MET 4 mit 160 verbrannten Kalorien in 30 Minuten bei einer ca. 80 Kilogramm schweren Person. Diese verbrennt in 120 Minuten Tischtennis spielen ca. 640 Kalorien. Wenn man bedenkt, dass Obsess während des Best of 3 von 108 Minuten ganze 582 Kalorien verbrannt hat und dass während man hauptsächlich sitzt und die Hände bewegt und vermutlich am ehesten Kalorien über die Anspannung der Muskeln und die Gehirnleistung verbrennt, dann ist das doch eine echt ordentliche Leistung.
Es ist natürlich aber nicht direkt mit physischem Sport zu vergleichen, einfach weil ganz unterschiedliche Bereiche des Körpers unterschiedlich beansprucht werden. Das war's von uns in dieser dritten Episode. Bleibt gerne dran für Episode 4. Da machen wir noch mal ein kleines Wrap-up mit den Inhalten aus dieser Kooperation und den Erkenntnissen aus der Analyse der Gesundheitsdaten.